Max, aber Alkohol ist doch auch keine Lösung. Alkohol ist auch keine Lösung, weil du alles so gut weißt. Mama weiß alles immer so gut. Ich kann's nicht mehr. Bitte, nein. Das hat jetzt ganz weg. Dir ein Frühstück mitgebracht. Oh. Ist alles okay? Ja, so okay, wie es halt eben sein kann, würde ich sagen. Ne? Aber boah, ich habe echt Bock auf Frühstück. Das ist super, dass du mir was mitgebracht hast. Mit einem leckeren Kaffee und Toast, mit einem Teller. Bist du sicher, dass alles okay ist? Ja, warum nicht? Ich habe einfach nur echt Hunger bekommen. Den letzten Teil so wenig gegessen. Deswegen habe ich jetzt Hunger bekommen. Okay. Dann lass es dir schmecken. Danke. Ich lasse dieses Tablett hier, ja? Mhm. Bring ich später mit zurück. Ich war gerade, als ich reingekommen bin, habe ich das Gefühl gehabt, dass er nach Alkohol gerochen hat. Also ich habe ein paar Mal, der hat direkt zu mir gesprochen, ich habe ein paar Mal geschnuppert und ich habe das Gefühl, mir kam da eine Fahne entgegen. Was hat Max getan? Ich habe ihn nicht drauf angesprochen. Ich meine, der war so überrascht, der hätte es doch direkt geleugnet. Und ich habe einfach Angst, dass er jetzt anfängt, seine ganze Angst, die er hat, seine ganze Verzweiflung, dass er jetzt anfängt, die mit Alkohol zu betäuben. Ich meine, überleg doch mal diese ganze Vergewaltigungslüge. Alle Freunde haben sich von ihm abgewandt, was der im Moment durchmacht. Plus, dass er verprügelt wurde, den Studienplatz bei der Polizei verloren hat. Das ist natürlich alles ein bisschen viel, aber sowas. Aber der kann doch jetzt nicht in eine Sucht abrutschen. Wir müssen doch irgendwas machen können. Da müssen wir doch reagieren. Ja, wie denn? Ich meine, wir müssen ja quasi dann bei erwischen. Da müssen wir heute in der Pause nach Hause kommen. Ich meine, damit rechnet er nicht. Und dann, weiß ich nicht, bin auf frischer Tat ertappen oder eben auch nicht. Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Im besten Fall ja nicht. Okay, alles klar. Dann machen wir das so. Es ist einfach nur schrecklich, als Mutter zuzusehen, wie das eigene Kind von seinen Problemen und Sorgen zerfressen wird. Und dass er jetzt scheinbar angefangen hatte, sich mit Alkohol zu betäuben, um die Situation erträglicher zu machen, hat mir eine Wahnsinnsangst gemacht. Ach. Das jetzt wirklich deine Lösung, um mit allem klarzukommen? Schatz, das ist doch kein Ausweg. Trinken. Das hilft dir doch auch nicht jetzt aus der Situation raus. Ich weiß, dass es gerade schwierig ist, aber wir stehen das doch durch. Das wird alles wieder gut. Es wird alles wieder ja. gut? Na, es wird nichts gut, Mann. Es wird nichts gut. Meine Zukunft ist am Arsch. Ich habe keine Freunde mehr. Ich werde überall als Vergewaltiger abgestempelt. Ich werde zusammengeschlagen. Was wird gut? Bitte sag's mir, was? Was? Ich bin mir sicher, dass es alles wieder... Wir stehen es durch. Es ist eine schreckliche Phase gerade. Du wirst auch zur Polizei gehen können. Das wird wieder. Ich bin fest davon überzeugt. Vertrau doch einfach darauf. Vertrau doch einfach darauf. Worauf? Worauf? Ich kann's nicht mehr hören! Es wird alles wieder gut, die Beweislage ist nicht so erdrückend. Schwanz, Mann! Es hilft nichts mehr! Es wird nichts wieder gut, versteht ihr das nicht? Ich kann mir diese scheiß Parolen von euch nicht mehr anhören. Immer Mut machen, dann spioniert ihr mir hinterher, um mir so einen scheiß Vortrag zu halten? Max, aber Alkohol ist doch auch keine Lösung. Alkohol ist auch keine Lösung, weil du alles so gut weißt. Mama weiß alles immer so gut. Ich kann's nicht mehr. Bitte, nein. Das hat jetzt ganz weh.
Der kann doch nicht in dem Zustand jetzt rausgehen. Das war so schrecklich zu sehen, dass sich meine Befürchtung bestätigt hat. Alkohol hilft da absolut nicht. Alkohol beschleunigt den Absturz nur noch. Und ich konnte auch verstehen, dass er die ganzen Mutmachparolen einfach nicht mehr hören konnte. Ehrlich gesagt, da habe ich langsam auch den Glauben dran verloren. Aber was blieb mir denn anderes übrig, als ihm Mut zu machen? Er durfte sich doch nicht aufgeben, verdammt. Wir müssen noch irgendwas machen. Der hat sich doch schon so aufgeregt, dass wir ihn hinterher spioniert haben. Das geht doch nicht. Meinst du echt? Drunter. Ach du Scheiße. Und alles leer. Warum haben wir das nicht gemerkt? Keine Ahnung. Hast du gesehen, wie viele Flaschen das waren? Und ob. Nicht gerechnet. Was machen wir jetzt? Ja. Ruhig mit ihm reden bringt ja anscheinend nicht. Ich meine, mit normalen Argumenten kommen wir bei ihm ja gerade nicht weit. Wir müssen aber mit ihm reden. Das ist unsere Pflicht als Eltern. Wir müssen ihm doch auch klar machen, dass das überhaupt nichts bringt. Also, das ist doch überhaupt keine Lösung. Das ist doch genau das Gegenteil davon. Das wird ja alles nur noch schlimmer. Was macht ihr hier? Warum seid ihr zu Hause und warum streitet ihr? Wir streiten nicht. Wir machen uns riesige Sorgen um deinen Bruder. Uns krank gemeldet deswegen. Was ist denn passiert? Hast du gewusst, was ist passiert? Dass der mehrere Flaschen harten Alkohol in seinem Zimmer hat? Hast du gewusst, dass der ein Alkoholproblem hat? Was? Ja, ich wusste es, aber er hat mir versprochen, dass er damit aufhört. Wirklich, er hat mir versprochen, dass das nicht mehr vorkommt. Deswegen wollte ich es euch nicht sagen. Ich will doch, dass er mir vertraut. Und ich wusste nicht, dass er damit weitermacht. Wirklich, ich... Tut mir leid. Ganz ehrlich, wir machen dir keine Vorwürfe, okay? Das ehrt dich ja auch als Schwester. Aber so kann es nicht weitergehen. Das tut mir auf jeden Fall leid, ja. Ich geh mal. Wir müssen einfach aber alle ein Auge auf ihn haben. Ich weiß, wir können nicht rund um die Uhr hier sein, aber was sollen wir denn sonst machen? Also, wenn ich ehrlich bin, hatte ich überhaupt keinen Schimmer, wie ich Max davon abhalten sollte, weiter zu trinken. Hätten wir ihn einsperren sollen, oder was? Ich hätte das am liebsten gemacht. Ja, aber das hätte ja auch nichts gebracht, außer dass Max uns dann gehasst hätte. Und außerdem ist es strafbar. Können wir kurz miteinander reden? Wir machen uns echt riesige Sorgen. Ich habe gar wirklich keine Lust zu reden, okay? Max, kannst du jetzt mal bitte warten? Nein. Ey. Was ist? Wir wollen dir doch gar keine Vorwürfe machen. Wir wollen uns doch bloß unterhalten. Ja, und ich habe keinen Bock, mich zu unterhalten. Ja, musst du aber. Warum? Was muss ich? Alter, was ist hier schon wieder los? Deine Eltern gehen mir auf den Sack. Ja, weil du ein Problem hast, eindeutig. Problem? Was haben wir jetzt schon wieder für ein Problem? Was?
Hör mal zu. Wir lassen auf gar keinen Fall zu, dass du wegen dieser ganzen Scheiße so abrutschst. Ist das klar? Ja, super schlimme Zeit jetzt mit diesen Scheißvorwürfen der versuchten Vergewaltigung. Dein Polizeistudium, das du nicht machen konntest. Alles Scheiße. Aber Alkohol ist definitiv nicht der richtige Weg. Du weißt es wohl am besten, ne? Ja, genau. Ich weiß es. Du weißt wohl am besten Bescheid. Ich werde dafür sorgen, dass du nicht mehr sollst. Und hier fang ich direkt an. Papa, gib ihm doch seine Tüte. Nein, ich werde es nicht. Du wirst nichts finden. Papa. Meinst du, ich hab Bock auf die ganze Scheiße? Was tun jetzt? Ist das Spionage? Papa! Papa, Mann! Da ist nichts drin. Ey, Wasser! Lass es doch einfach! Was soll die Scheiße überhaupt? Ganz ehrlich! Wie soll er uns jetzt noch vertrauen nach so einer Aktion? Wie? Das macht alles nur noch schlimmer. Und du guckst sogar noch weiter! Wie kann man denn so sein? Lass es! Deine Tochter... Mir reicht's auf jeden Fall, ganz ehrlich. Mir ist wichtig, dass er uns vertrauen kann. Das machst du gerade kaputt mit deinem Verhalten. Voll recht. Das ist nicht der richtige Weg. Aber wir müssen auch irgendwas tun. Wir können doch nicht zugucken, wie der so abrutscht. Das ist... Aber wir müssen uns als Eltern im Griff haben. Du siehst doch, das hat doch gar nichts gebracht gerade. Keine Ahnung, mir sind gerade einfach die Nerven durchgegangen. Verstehe ich ja, aber so geht's nicht. Ich glaube, ich muss mich da bei jemandem entschuldigen. Oder? Was? Wollt ihr mich jetzt schon wieder spionieren? Hier, ich habe keinen Rucksack mit. Willst du meine Klamotten durchsuchen? Was ist jetzt schon wieder? Darum geht's doch gar nicht. Ich wollte mich bei dir entschuldigen, Max. Wir sind eben echt alle Sicherungen durchgegangen. Aber ich habe so überreagiert, weil ich mir solche Sorgen um dich mache. Und es tut einfach nur weh, dich so zu sehen. Wir könnten das nicht ertragen, wenn du wegen dieser Scheißwerk-Vergewaltigungslüge jetzt auch noch in eine Alkoholsucht abrutscht. Meint ihr, ich will das? Meint ihr, ich will die ganze Scheiße? Mann, es tut mir leid. Ich verspreche euch, dass ich mit diesem Kack-Alkohol aufhöre. Versprochen. Ich hab da doch selber keine Lust drauf. Das ist wirklich ernst. Wirklich ernst. Was soll ich nicht sagen? Es hat mir echt leid getan, als mir bewusst geworden ist, was für Sorgen sich meine Eltern um mich gemacht haben. Deswegen habe ich ihnen auch versprochen, aufzuhören. Aber leider muss ich sagen, habe ich sie angelogen. Ich wollte einfach nur, dass sie sich keine Sorgen mehr machen und mich in Ruhe lassen. Ich weiß, war absolut nicht cool. War aber so. Was willst du von mir, Emma? Ich wollte fragen, ob du Bock hast, mit mir zu zocken. Du brauchst dich nicht zu verstellen. Ich weiß, wie sehr du Computerspiele hast. Was ist los? Ja, ich wollte mit dir zocken. Ja, okay. Eigentlich wollte ich einfach nur mit dir Zeit verbringen. Weil ich mir einfach, guck mal, ich mache mir einfach verdammte Sorgen um dich. So, du bist der Schlauste und Klugste aus der ganzen Familie und vor allen Dingen hast du am meisten auf dem Kasten. Du kannst es weiterbringen als wir alle. Als jeder von uns. Und ich sehe gerade einfach, wie du dein Leben komplett wegwirfst. Und es tut mir einfach als Schwester mega weh zu sehen. Ich kann das einfach nicht mehr mit ansehen. Verstehst du das nicht? So, und auch mit Jackie, ey. Ich bin mir zu so 1000% sicher, dass die Wahrheit ans Licht kommen wird, okay? Ich weiß das. Ich weiß das, okay? Und auch mit der Verhandlung. Es steht überhaupt gar nicht fest, dass sie genug Anschuldigungen oder Indizien haben. Okay, dass es überhaupt zu dieser Verhandlung kommt. Du musst weitermachen. Du musst weiter kämpfen. Ich möchte das. Bitte, gib dein Leben nicht auf. Guckst du in deinem Handy?
versuche mich gerade ein bisschen zu belesen zum Thema Alkoholismus. Und ob es irgendwo Anlaufstellen gibt oder Beratungsstellen für Familien. Nach diesem Tag schmeckt mir noch nicht mal das Bier mehr. Du, sag mal, meinst du echt, Max hat ein Alkoholproblem? Ich meine, ist ja nicht so, dass er schon seit Jahren trinkt, der hat ja gerade erst damit angefangen. Und so schnell geht das doch gar nicht, oder? Du, ich habe keine Ahnung, wie schnell das geht, wie schnell man da irgendwo in einer Sucht drin ist. Und ich weiß auch nicht, ab wann man sich professionelle Hilfe suchen muss. Aber ich will einfach vorbereitet sein, falls wir sie brauchen, weißt du? Ich meine, hast du ihm das jetzt geglaubt? Also denkst du, er wird wirklich aufhören damit? Ja, zumindest. Es sah schon so aus, als wenn er unsere Angst schon so ernst genommen hat. Und auch dass seine Worte, die klangen auch sehr ernst gemeint. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, als jetzt erstmal drauf zu vertrauen. Tja. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Manchmal hat man halt so ein Gefühl. Vielleicht ist es auch so eine Art Mutterinstinkt. Aber irgendwas hat mir gesagt, dass die Sache noch lange nicht ausgestanden war. Trocken wir jetzt? Bitte. Später vielleicht, ja. Aber danke für deine lieben Worte. Ja, okay. Dann komm in mein Zimmer, ja? Ich glaube, ich werde dich finden. Okay. Tür auf oder Tür zu? Mach ruhig zu. Mach ruhig zu. Okay. Tschüss. Den Tabletten, die haben mir mindestens für einen kurzen Moment geholfen, die ganze Scheiße um mich herum zu vergessen. Ich weiß, dass das falsch war und die Pillen kacke gewesen sind, aber ich habe einfach keinen anderen Ausweg gesehen. Schön, dass ihr wieder zu mir zieht. Beide. Ich werde mit dem Kleinen ausziehen. Wie lange wollen wir uns noch aus dem Weg gehen und uns einfach ignorieren? Max stürzt komplett ab und meine Familie zerbricht auch daran. Du hast Max zerstört und meine ganze Familie auch. Ist dir das klar? Jemand sagt mir die Wahrheit, Mann. Du musst endlich sagen.